das kannst du vergessen. Die Chefs sind gerade nicht da. Kann denn sonst keiner meinen Urlaubsantrag abzeichnen? Ich wollte halt buchen. Da wäre ich ja an deiner Stelle eh vorsichtig. Wieso? Weißt du, wie lange es die Firma noch gibt? Den ganzen Gerüchten wegen dem Schlossverkauf und so? Ja, aber ich denke, das mit dem Verkauf stimmt gar nicht. Die Lahmscheins hatten doch heute Morgen diese Pressekonferenz, wo sie das alles abgestritten haben. Och, Nicole. Weißt du, das ist wie in der Politik. Da werden auch ständig irgendwelche Gerüchte demontiert und dann... Was dementiert? Ja, hab ich doch gesagt. Auf jeden Fall stellt sich dann raus, dass die Gerüchte doch gestimmt haben von Anfang an. Also ich würde an deiner Stelle noch nicht buchen, dann wahrscheinlich bist du am Ende eh arbeitslos. Na, welches Süppchen kocht die Gerüchteküche denn heute? Nichts. Außer, dass wir bald alle auf der Straße sitzen. Sag wer? Niemand, zumindest uns nicht. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich dran an dem Schlossverkauf? Du wohnst doch da, also musst du es auch wissen. Ja, eben. Und Rebecca hätte bestimmt was gesagt, wenn es so wäre. Hat sie aber nicht. Geht es um den Verkauf von Königsbronn? Weißt du irgendwas darüber? Würde ich aber gerne. Also ich würde von meinem Partner schon wissen wollen, ob mein Job in Gefahr ist oder nicht. Ja, und ich finde auch wirklich, dass jemand von denen mal zu uns kommen könnte und uns sagen sollte, was Sache ist. Okay, Leute, offensichtlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Es gibt keine Krise, weder auf Königsbrunn noch bei LCL, also Ende der Durchsage jetzt. Rebecca! Hey! Hey! Machst du schon Feierabend? Nee, nur ein bisschen frische Luft schnappen. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Nur der übliche Stress. Ja. Du würdest mir ja auch sagen, wenn es hier irgendwelche ernstzunehmenden Probleme gäbe. Klar. Was für Probleme? Rebecca, ich sehe dir doch an, dass irgendwas nicht stimmt. Du weißt ganz genau, was wir uns nach dem Pelzskandal versprochen haben. Ja, dass wir immer offen zueinander sind. Hör zu, die Leute hier sind verunsichert. Kann es sein, dass an den Gerüchten um den Schlossverkauf doch was dran ist? Ach, immer diese Gerüchte. Wozu haben wir die Pressemitteilung rausgeschickt? Jetzt müssen doch alle wissen, dass Königsbrunn nicht verkauft wird. Okay. Aber irgendwas hast du. Rebecca, rede mit mir. Du weißt ganz genau, dass ich es für mich behalte. Rebecca! Hier bist du. Ich muss dringend mit dir reden. Das ist gerade schlecht. Rebecca wollte mir gerade was ganz Wichtiges sagen. Nein, das glaube ich nicht. Tristan! Rebecca? Also ich will jetzt wirklich wissen, was hier los ist. Ich kann dir nur so viel sagen. Es geht nicht um die Firma. Alle behalten ihren Job. Es ist was Familiäres. Bis später. Ich dachte, das Thema hat mir abgehakt. Warum ist Rebecca so hypernervös und du jetzt auch noch? Kim, es bleibt dabei. Niemand hat vor, das Schloss zu verkaufen. Mhm. Und die Berliner Mauer hat es auch nicht gegeben. Okay, hör zu. Irgendetwas scheint da oben tatsächlich los zu sein. Aber Rebecca darf nichts sagen. Nicht bei mir, verstehst du? Und so blöd ich die Situation auch finde, ich muss sie akzeptieren. Also gibt es jetzt doch eine Krise oder was? Ja, scheint so. Aber kein Schwein will uns informieren. Okay, ich kann die Informationspolitik hier nicht ändern. Und jetzt hör auf, mich auszuquetschen. Ich weiß auch nicht mehr, was du. Aber ich, Kim. Ansgar ist dein Vater, also wenn du mehr wissen willst, ruf ihn an. Und hör auf, mich zu nerven. Also, ich hätte auch so meine Methoden. Es wissen sowieso schon viel zu viele Leute Bescheid. Was glaubst du, was passiert, wenn die Presse von der Sache Wind bekommt? Dann ist ihr Leben nichts mehr wert. Ja, das verstehe ich auch. Aber es ist Marlene. Ich meine, du kennst sie so gut wie ich. Die würde das für sich behalten können. Sie sitzt bei LCL am Empfang. Da muss nur einmal der Telefonhörer daneben liegen und schon ist es passiert. Ach Quatsch, wir würden doch nicht direkt am Empfang darüber reden. Es ist nur einfach so, dass Marlene merkt, dass ich sie gerade anlüge. Weißt du, wie es mir damit geht? Du lügst dir nicht an, du sagst einfach nicht die Wahrheit. Sag mal, worum geht's hier eigentlich? Hast du Angst, dass sie dir Vorwürfe macht oder musst du einfach alles immer mit ihr teilen? Vielleicht beides.
in so einer Situation, da darf einfach nichts nach außen dringen. Ja, vielleicht ist genau das der Punkt. Ich finde, Marlene ist nicht außen. Sie gehört zu mir und damit auch zur Familie. Das macht dir anscheinend mehr Sorgen als das Leben von Eva Baumann. Das ist jetzt wirklich unfair, Tristan. Ich versuche dir gerade klarzumachen, ja, dass ich niemanden damit schade, wenn ich meine Partnerin einweihe. Ansgar ist auf dem Weg zur Geldübergabe in 2 Stunden, sitzt Berg im Knast. Dann ist das ganze Theater vorbei und du kannst sie einweihen, okay? Dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Also die müssen uns mindestens noch 3 Monatsgehälter zahlen, bis sie den Laden dicht machen. Aber wenn keine Kohle da ist? Keine Kohle? Nicole, ich habe bei den Lahnsteins gelebt. Weißt du, wie viele Wertsachen da auf dem Schloss rumfliegen? Du meinst, man könnte die verklagen, dass sie ein paar Sachen verkaufen und uns auszahlen? Stimmt. Darf ich fragen, was das hier werden soll? Wir scannen ein paar andere Modeunternehmen, bei denen wir uns als nächstes bewerben können. Ja, wenn ihr hier nur Kaffee trinkt, anstatt zu arbeiten, dann seid ihr wirklich ruckzuck raus. Sind wir auch sowieso bald. Marlene, ich hab ein Kind. Glaubst du, ich warte hier seelenruhig ab, bis sie den Laden gegen die Wand gefahren haben? Ganz bestimmt nicht. Wenn du jetzt wieder damit ankommst, dass alles in Butter ist, das kannst du sonst wem erzählen. Okay, dann hör zu. Ihr trommelt die Belegschaft zusammen und wir treffen uns alle in 10 Minuten in der Designabteilung, ja? Geht doch. Okay, Leute, hört mal alle zu, bitte. Hoffentlich spricht sie jetzt mal Tacheles. Jessica, willst du oder soll ich? Ich würde gern was sagen, weil es hier ein paar Gerüchte gibt, die sich gerade ziemlich verselbstständigen. Ich gebe euch recht, es sieht tatsächlich danach aus, als gäbe es große Probleme, aber ich kann euch versichern, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Nicht mehr? Wir wissen gar nichts. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir den Lahnsteins vertrauen können. Es gibt keine Krise, die eure Jobs bei LCL gefährdet. Kein Wunder, dass sie das sagt. Sie ist ja selbst eine. Und warum ist dann bitte die Polizei hier? Das weiß ich nicht. Aber das geht uns doch eigentlich auch gar nichts an. Wir sind hier, um Mode zu machen. Die Fashion Days stehen vor der Tür und es gibt jede Menge zu tun. Die Entwürfe, an denen Rebecca gerade arbeitet, die sind mit das Spannendste, das LCL je herausgebracht hat. Da ist was dran. Also ich habe große Lust, in ein paar Wochen eine fantastische Show zu sehen. Das geht aber nur, wenn wir alle zusammenhalten. Ja, und gilt das für die Chefs auch? Klar. Ich meine, die Chefs können das Schiff auch nur so lange auf Kurs halten, solange wir hier alle unseren Job machen. Es hängt also von uns ab, ob es für uns alle erfolgreich weitergeht oder nicht. Also ich mache mich wieder an die Arbeit. Ey. Sorry, aber ich will irgendwann meinen Urlaub. Und meinen Job behalten will ich auch. Und was ist, wenn bis dahin die Lichter schon ausgegangen sind? Dann haben wir wenigstens bis zum Ende eine großartige Show abgeliefert. Weißt du das? Kann ich irgendetwas für dich tun? Mitkommen. Und mir zuhören. Ich dürfte es noch nicht sagen, aber ich kann es nicht länger für mich behalten. Entführen? Berg hat gedroht, sie umzubringen, wenn Ansgar irgendjemand davon erzählt. Gott, dann ist Eva ja gar nicht abgehauen. Das war eine Notlüge von Ansgar. Ich hoffe nur, dass diese Übergabe klappt, damit die Polizei Berg endlich verhaften kann. Die arme Eva. Ich wollte es dir sagen. Aber Tristan, es tut mir wirklich leid, dass ich dich in so eine blöde Situation gebracht habe. Weil alle denken, du weißt Bescheid. Ja, es ist nicht leicht, im Prellbock zu spielen, wenn man selber keine Infos hat. Aber ich kann total verstehen, warum du nichts gesagt hast. Bitte behalt's für dich, ja, bis wir Entwarnung haben. Ja, klar. Ich hoffe nur wirklich, dass für Eva alles gut ausgeht. Es wird schon nichts schiefgehen. Was? Was soll nicht schiefgehen? Es tut mir leid, aber ich habe Rebecca versprochen, nichts zu sagen. Sag mal, spinnst du? Ich bin deine Schwester. Und außerdem bin ich ja wohl weit mehr eine Lahnstein als du. Ich will jetzt endlich wissen, warum wir alle so austicken. Dann ruf doch Ansgar an. Aber lass endlich mich in Ruhe. Ich frage aber dich. Dann weiß sie jetzt etwa doch mehr? Ja. Rebecca hat sie auf den neuesten Stand gebracht. Oh, ist ja super. Leute, es gibt doch mehr Infos. Nein, tut mir leid.
Sag mal, wie war das gerade doch mit dem Schiff, was wir alle zusammen auf Kurs halten sollen? Was ich mit Rebecca gerade besprochen habe, war privat. Das hat mit euren Jobs hier bei LCL nicht das Geringste zu tun. Lahnsteins. Kennst du eine, kennst du alle. Falls dir doch noch was einfällt. Du weißt ja, wo du mich findest. Hm?